Hallo und herzlich willkommen zurück zur, Moment, achten Folge von Ampers and Drives in der Early Access Version in unserer zweiten Staffel. Und ich werde die Kamera wieder verschwinden lassen. Bei mir ist immer noch der 8.5. Nur zur Info für euch, die jetzt schon ein Weilchen dabei sind. Wir haben heute noch einiges vor. Wir wollen auf jeden Fall Gebäude ausmachen. Oh, Moment, was ist hier los? Wieder zur Mühle. Ja, hier scheint irgendwas mit der Straßenverbindung nicht ganz in Ordnung zu sein. Orientier dich mal, Robin. Wo musst du hin? Du musst hier rüber und dann nach links. Genau. So, zack. Das passiert mir aber komischerweise immer nur dann, wenn ich im Pausemodus bin, also wenn ich Escape drücke, um mir die Möglichkeit zu verschaffen, das Spiel besser mal kurz zu pausieren, die Anmoderation zu machen und so weiter. Nur dann habe ich das, ansonsten nicht. Jetzt fällt mir gerade auf, ich kann dir mal ganz kurz, entschuldigt bitte, hier mal kurz ein paar Notizzettel weghauen. Ich habe nämlich gerade noch den lieben Chris geschrieben. Oh, ich glaube, er antwortet gerade schon. Ah, sehr gut. Also, mit dem heutigen Update, das, was wir in der letzten Folge hatten mit der Kopfsteuer, das verschwindet. Das heißt, in der Donnerstag- oder Freitag- oder Samstag-Folge, da ist es dann schon behoben, da ist dann schon das Update mit drin. So, jetzt muss ich mal überlegen hier, welche Häuser waren das, die nicht aufgewertet werden konnten? Drücken wir mal B für Baumodus. Waren die nicht irgendwo hier hinten? Ah, er zeigt es mal so und so mal so an. Ah, verstehe, okay. Welche waren's? Hier hinten hatten wir ja keine. Dieses hier. Dieses kann, glaube ich, nicht aufgewertet werden. Die anderen müssten aufgewertet werden können. Ein einziges konnte man nämlich nicht aufwerten, das weiß ich noch. Dieses hier, oder? Genau. Ha! Orientierung funktioniert. Du kannst gerade nicht aufgewertet werden. Du bist schon aufgewertet. Ich muss erst mal gucken, welche jetzt hier noch aufgewertet werden. Jetzt im Moment, denn wir haben ja schon die Arbeiter losgeschickt. Das hier, oder? Ja, das hier. Gut. Da sehen wir auch den Fortschrittsbalken. Jetzt legen wir mal richtig los. Heute kommt ein ordentlicher Bevölkerungszuwachs mit dazu. Damit wir auch wieder mehr Arbeitskräfte zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Aber es ist einfach ehrlich. Gerade eben noch diesen Bug gesehen, dann schreibt man dem Chris. Und der Chris schreibt noch während der Aufnahme, jo, ist behoben. Ach, herrlich. Wie gesagt, also lasst ruhig mal ein Däumchen da dann in dem Steam-Shop selber für das Spiel. Denn der Chris und seine Kollegen, die sind da wirklich mit Herz und Seele dabei. Ich meine, heute ist ein Feiertag hier in Berlin. Und trotzdem sitzen sie dahinter, klemmen sich hinter, beheben die Bugs, wollen die ganzen Feedbacks, die bei ihnen da eintrudeln, wollen sie beheben und das muss ich wirklich mal sehr, sehr loben. Das macht leider nicht jeder Entwickler. Klamotter. Was? Entschuldigung, da habe ich so ein bisschen, ja. Weiter zum Thema. Heute wollen wir mal ordentlich Arbeitskräfte uns mit dazu holen. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich werde jetzt auch jedes Mal noch neue freigewordene Bauarbeiter hier mit reinstupsen. Und wie ich gerade sehe, müssen wir langsam mal Nahrung verkaufen, weil ich glaube, ab einer gewissen Menge kann sie nicht mehr gelagert werden. Und dann haben wir hier Kettenreaktionsprobleme. Na, wo bleiben die Herrschaften? Dauert ein bisschen hier, ne? Aber gut. Dann wollen wir auf jeden Fall schon mal in die Waffenproduktion, in die Klamottenproduktion und in die Werkzeugproduktion gehen mit den neuen Arbeitern, wenn wir hier die ganzen Häuser aufgewertet haben. Und wenn das passiert ist, jetzt ist der Fortschrittsbalken weg. Na gut, ist bloß eine kosmetische Sache. Wie gesagt, die Baustellen werden sich sowieso noch vollkommen verändern hier. Komplett. Ja. Wir wollen in die Werkzeugproduktion, in die Stoffproduktion oder Kleidungsproduktion und in die Waffenproduktion gehen, hat er gerade gesagt. So. Und wenn wir das nämlich dann geschafft haben, dann gucken wir, was als nächstes alles so zur Verfügung steht, beziehungsweise dann können wir wieder Häuser aufwerten. Wenn wir nämlich Werkzeuge und Kleidung haben, können wir nämlich Stufe 3 bauen, dann werden die Häuser nochmal größer und noch mehr Leute passen rein. Ich denke mal, es werden so 9 Leute dann reinpassen, ne? Weil pro Stufe 3 Leute habe ich jetzt mitbekommen. In Stufe 1 passen 3 rein, in Stufe 2 passen 6 rein. Das Gildenhaus werden wir auch noch nach und nach aufwerten.
Bäckerei, Farm, Mühle und so, müssen wir alles mal so ein bisschen anpassen dann so nach und nach. Aber es wird schon. Die Ressourcen sehen gerade vorbildlich aus, außer Holz, da könnte noch ein bisschen was passieren. Aber da haben wir ja auch einen Verbrauch, ne? Obwohl, Töpferei haben wir eigentlich auch einen Verbrauch. Wir gucken uns gleich nochmal in den Statistiken richtig an. Gucken wir gleich nochmal richtig rein. Wo denn jetzt eigentlich wie viel Verbrauch und Produktion da ist, obwohl Verbrauch sehen wir nicht, Produktion sehen wir aber. Bei den Grundressourcen, Grundprodukten. Dauert jetzt auch ein kleines Weilchen hier wieder. Dann haben wir gleich eine Arbeiterarmee, die dann auch noch die restlichen Gebäude fertigstellt, beziehungsweise ist jetzt gerade schon dabei fertigzustellen. Während wir hier an dem rumklöppeln mit unseren 6 Handels, sind ja 3 weitere noch irgendwo unterwegs und machen das ebenso. Sehr schön. So, gehen wir zum Nachbarblock. Moin! Oh, das sollte jetzt schön schmackig schnell gehen hier. Ach, hier vorne, okay. Hilfe, ich bin eingesperrt! Lass mich raus! Ups, okay. Was ich übrigens auch sehr, sehr schön finde bei diesen Handwerkerhäusern, auch wenn es noch nicht die endgültigen Modelle sind, dass die auch 2 Eingänge haben unten im Erdgeschoss. Dass man dann nicht immer nur von einer Seite rankommt, sondern auch mal von 2 Seiten. Also je nach Modell. Ist ja auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Und später wird es ja noch mehr unterschiedlicher. So. Ändern wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Luft hier. Obwohl. Ah, machen wir es so rum. Ah, schon schön. Ja, doch, gefällt mir. Auch wenn ich nicht verstehen kann, warum jetzt schon die Fensterlade dran ist, aber egal. Es funktioniert und das ist wichtig. Oh, oh. Ach, schade. Ich dachte, ich kann da schon hoch, um da weiter zu hämmern. Aber gut, dann halt nicht. Aber selbst da wurde gedacht, ne, an die Leiter, um hier bauen zu können. Fertig. Oh, okay. Das ist nicht zum Bauen die Leiter, das ist die Leiter zum da hochlaufen. So, jetzt können wir mal gucken. Ist das so ein Modell? Ja, hier haben wir einen Eingang. Da haben wir einen Eingang. Da geht es dann schon nach oben. Hier unten müsste ja dann theoretisch eine Ladenfläche sein. Für den Handwerker. Ist ja Handwerkerhaus, ne? So, wir haben wieder ein paar Leute zur Verfügung. Das ist schon... Nee, das ist gerade dabei. Okay. Dann geben wir hier jetzt auch nochmal welche rein. So. Moin. I check you. Geht's gut voran? Ja? Brauchst du noch einen Kaffee? Eine Stulle? Ja? Okay. Das ist schon soweit. Das hier wird jetzt gerade umgebaut. Und immer schön kräftig drauf. Dann kriegen wir heute hoffentlich sogar schon die nächste Dorfstufe hin. Mal gucken. Obwohl wir ja noch nicht mal alles gebaut haben von der jetzigen Dorfstufe. Und während wir das hier machen, wächst unser Holzvorrat immer weiter. Das ist auch sehr schön. Obwohl ich da immer noch mal gucken möchte, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Mir kommt es ein bisschen komisch vor, dass Holz langsamer wächst als Ton. Hier war das, glaube ich, oder? Hat er geschlossen. Okay. So. Da gibt es manchmal noch einen Bug, ich weiß. Steht hier der Verbrauch drin? Leider nicht. Auch nicht die Produktion. Okay. Zeigt mir nur an, dass da alle Arbeiter da sind. Geh mal hier drauf. Holzfäller, da hast du 10 Arbeiter. Hier hast du 10 Arbeiter. Hier fehlt sogar noch einer. Okay. Stoppen wir rein. Jäger ist voll. Getreidefarm ist voll. Ach, herrlich. Die nächsten Bauarbeiter fertig. Und jetzt sind, glaube ich, alle ausgebaut, ne? Ja, weitere hatten wir nicht. Außer das eine, wie gesagt. Was wir gerade nicht aufbauen können oder ausbauen können. Ey, das sieht so cool aus. Aber was ist das? Ist das ein Handwerkerhaus hier? Wow. Moment. Ist das ein einziges Haus? Das sieht aus wie 2, die ineinander greifen, oder? Aber krass. Aber ja, stimmt. Auch von der Baufläche her. Oh, schön. Ehrlich. So, Bäckerei, du hast ein Problem gerade. Was ist los? Hast du kein Mehl oder was? Eigentlich hätten wir Mehl haben müssen. Ja, hier 12 Tonnen. Muss noch mal einer transportieren.
Jetzt sind die aber irgendwie anderweitig beschäftigt. Sie laufen doch rüber zum Lehm. Das sollten sie gar nicht. Das war so nicht geplant. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall erstmal einmal den hier. So. Und dann müssen wir hier nochmal optimieren. Ist das tatsächlich... Das ist dem wurscht, ob das das Gebäude ist, solange die Hitbox betroffen wird. Das war falsch rum. Bitte mal so rum machen. So. So müsste das jetzt funktionieren, dass er nicht hier hinten hinläuft, oder? Dass er wirklich nur unsere Brotproduktion hier bedient. Ich hoffe, das funktioniert. So. Ups, ja, du, das kennen wir schon. Das ist ein Update, ne? So, das Zimmer war mal eben noch fertig hier. Dass wir da auch ein besseres Lager zu stehen haben. Der Priester natürlich wieder. Ich hab ja sonst nichts zu tun, junger Mann. So, Priester. Huch, falsche Taste. So. Priester. Also langsam finde ich mich hier auch im eigenen Dorf zurecht. 2 Minuten später, wo bin ich? Was hast du denn jetzt wieder? Achso, die Klausur im St. Michaelstein. Genau. Dann schicken Rinder. Das Geld haben wir dafür. Da helfen wir auch gerne aus. So. Wir haben jetzt eine Bevölkerungsgrenze von 86. Wir haben aber noch einiges zu bauen auch. Jetzt gucken wir mal. Hatte mir nicht überlegt, habe ich auch schon mal vor einer Weile gesagt, dass wir hier hinten versuchen, so ein kleines Industrieviertel zu machen. Problem ist jetzt aber, wenn wir noch eine Schaffarm brauchen, wird das ein bisschen schwierig. Wenn ich die hier bauen wollen würde, fehlt hier immer noch so ein bisschen die Möglichkeit, einfach drauf zu klicken, um nochmal zu gucken, bis wohin geht denn das. Und ich könnte versuchen, hier gerade so irgendwie ums Eck eine Schaffarm reinzuquetschen. Die Materialien dafür haben wir auch. Dreh mal. Das wird zu knapp, ne? Ja. Dann würde ich hier noch 2 Häuser hinbekommen, obwohl mindestens 4 Platz da hätten, ne? Es ist halt auch nicht die größte Karte, die ich mir hier ausgesucht habe. Das müssen wir natürlich auch noch bedenken. Es ist sogar, möchte ich meinen, die allerkleinste. Huch. Danke für den Hinweis, liebes Spiel, dass ich Q drücken soll, um das Interface wieder einblenden zu lassen. Aber es gab wirklich schon mehrmals die Situation, dass ich mich gefragt habe, hey, wo ist mein Interface? Wo ist es hin? Wer hat's gemopst? Ach, Mann. Will ich jetzt wirklich hier hinten eine Weberei machen? Ich meine, wir haben hier hinten auch noch 2x Metall, ne? Da ist Metall. Dann müssen wir noch den Bergfried irgendwo hinquetschen. Es wird langsam ein bisschen eng hier. Aber gut, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Quetschen wir jetzt hier. Warte mal, mach mal Rechtsklick. Was ist hier mit der Straße eigentlich los? Die kann doch so eigentlich weg, so wie sie jetzt hier steht. Die macht jetzt nämlich keinen Sinn mehr hier auf der Ecke. Ja, macht die da weg. Dann bauen wir jetzt gerade hier rüber. Und dann nochmal, aber ohne diesen Modus, einfach nur so. Von hier daran. Dann könnte man hier vorne vielleicht noch sowas wie einen Wachturm oder eine kleine Werkstatt oder was auch immer damit reinsetzen. So, zurück zum Thema Schaffarm. Das würde direkt hier reinpassen, aber ich versuche das. Wartet mal. Die Weberei. Oh, die ist ja putzig. Okay, dann funktioniert das, wie ich mir das gerade so überlegt habe. Wir können jetzt direkt hier die Schaffarm bauen. Jetzt haben wir da aber keinen Speicher. Dann drehen wir andersrum. Dann ist dann unser Rathaus da in dem Fall der Speicher. Ne? Kriegen wir hin? Hier. Yeah. Natürlich braucht man da noch einen Straßenanschluss. Ist kein Thema.
So, und dann müssten wir ja direkt gegenüber einfach noch die Weberei bauen können. Ach, Moment, jetzt hat er gerade wieder diesen Baumodus drin, den ich nicht haben möchte in der Situation. Dreh das mal so rum. Obwohl, warte mal, wenn du es so rumdrehst und das passen sollte, dann können wir da nach unten noch was hinbauen. Wie zum Beispiel den Werkzeugbagger. So. Vorsichtshalber nochmal eine Straße hier zwischengeklemmt. Wenn es geht. Zoom mal ran, dann sehe ich mehr. So. Einfach von der anderen Seite probiert, dann geht's auch. Okay. Dich haben wir bedient. Dann haben wir ja noch hier Sachen. Jetzt muss ich aber erstmal wieder warten, bis wir wieder Sachen haben oder Holz haben. Oder wir kaufen's. Ist da was, ey? Wir haben 260 Nahrung. Ich glaube, es wächst auch seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ich glaube, es ist voll. 20 Fleisch nur. Ich weiß nicht warum, aber seitdem ich jetzt hier Brot produziere, geht der Vorrat an Fleisch immer weiter runter. Aber Brot geht immer höher. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist... Moment, wir laufen mal rüber. Warum macht ihr eigentlich nichts? So. Damit sie wenigstens irgendwas tun. Und? Laufen sie los? Nö. Ach, weil sie Feierabend haben, ne? Okay. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das hier. Aber, nee, es funktioniert eigentlich. Ich meine, die laufen ja hin und her. Wir haben es ja schon gesehen. Na gut, wir haben hier was zu klöppeln. Leider gerade ohne Arbeit. Arbeitshilfe. Gebt die jetzt trotzdem schon mal hier rein. So. Achso, Mensch, ich wollte Nahrung verkaufen. So, verkaufen. Kriegen wir 800 für, wenn wir 50 Stück verkaufen. Wir haben 240. Nice. Zack. 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 Jetzt haben wir 6000 Gold. Davon können wir uns doch schon so ein bisschen was leisten. Steine hat da auch schön geliefert. Mal trotzdem mal eins draufsetzen. Sieht's hier aus. 29 Tonnen, 34 Tonnen. Das scheint zu funktionieren. Die sind versorgt damit. Nur das mit dem Fleisch irritiert mich irgendwie ein bisschen. Na gut. Schleppen wir hier weiter. Obwohl... Wir könnten auch warten, bis die Bauarbeiter soweit sind, ne? Ah, nee. Dann kriege ich ja keine Erfahrungspunkte. Die brauche ich ja auch noch. Ja. Und dann selbstverständlich, wenn die Schaffarm fertig ist, wenn die Wollkleidung fertig ist, dann werden wir einmal eine Wollkleidung selber produzieren. Wenn die Weberei fertig ist, wollte ich sagen. So. Dann werden wir natürlich einmal selber produzieren. Schafe hüten. Die Wolle verarbeiten. Und dann gehen wir... ich bin überlegen, ob wir wirklich in die Werkzeugproduktion schon gehen oder erstmal in die Waffenproduktion. Das Problem ist jetzt aber, was mir gerade noch einfällt bei der Waffenproduktion, dass die auch wieder noch mehr Holz braucht. Eigentlich müssten wir unsere Holzproduktion erstmal weiter aufwerten. Oh, was ist da los? Da kam gerade ein Arbeiter. Von 76 sind wir wieder auf 87 hoch. Wie das? Scharfe Scheren. Mit Messer. Ah, okay. Aber stimmt, kann man sich hier später noch in der Schmiede, wenn man die gebaut hat, noch so eine richtige Scherschere bauen. Ah, guck mal, jetzt kommen hier die Arbeiter. Sehr schön. Dann leg mal los. Hab mich nur gerade, wo ist der Arbeiter jetzt hergekommen, der eine? So. Sehr schön.
Ja, scheint so gewollt zu sein, okay. 4 Arbeiter, ist jetzt nicht wenig. Die machen dann eine Tonne Schaf zu einer Tonne Wolle. Wo ich mich frage, wie das gehen soll. Aus einer Tonne Wolle wird dann eine Wollkleidung hergestellt, okay. Nochmal 2 Arbeiter. Und ebenso 1-1 von der Rechnung her. So. Also, wegen dem Schaf jetzt hier. Aus einer Tonne Schaf machen sie eine Tonne Wolle. Klingt jetzt irgendwie komisch, ne? Werden die Eingeweide noch zu Wolle verarbeitet, das Fleisch wird zu Wolle verarbeitet und so weiter. Du zeigst mir immer noch an, dass du... Nee, nicht Rohstoffmangel hast, du bist voll. Aber sowas von. Ja gut, das lag daran, das haben wir ja gerade eigentlich gelöst, das Problem. Das lag eigentlich daran, dass wir Nahrung komplett voll hatten. Mit 260 Tonnen. Jetzt müsste das abgeholt werden hier. Ich glaube, da kam auch gerade einer. Nee, doch nicht. Da. Das war falsch. Entschuldigung. Nochmal zurück. So. Zack. Und zack. Aber hier steht doch einer. Ach, der hat gerade Mehl gebracht. Getreide gebracht. Schon wieder. Jetzt hat er schon 2 Tonnen Mehl gelagert. Ach, hier sehe ich das immer. Ah, Blindpese Robin, wie immer. Okay. Ja, wir müssen jetzt natürlich so nach und nach mal langsam den Verbrauch hier anheben, ne? Gut. Kleidungsproduktion läuft. Mehr oder weniger. Er hat jetzt gerade keine Rohstoffe, zeigt er mir an. Das ist aber klar, weil wir gerade erst mit der Wollproduktion angefangen haben. Und gehen wir mal gucken, ob wir hier an die Schafe rankommen. Ja, mehr oder weniger. Ihr habt hier nur irgendwelche komischen Stöcker. Sind eigentlich Hürdenstöcker, oder wie? Oh, scheren wir mal das Schaf. Holen wir uns mal Wolle raus, dann machen wir mal eine Wollkleidung natürlich noch. In der Zeit können noch ein bisschen was gesammelt werden hier, obwohl ich gerade mal überlegen bin, ob ich in der Zeit... Wenn wir gleich die Wolle gesammelt haben, was jetzt gerade natürlich noch ziemlich langsam geht, weil ich wahrscheinlich nicht das richtige Werkzeug dafür habe und den Skill noch nicht geskillt habe, dann werden wir mal die nächsten Baustellen setzen. Können Sie mir bitte mal aus dem Weg gehen, junge Dame? Danke. Und wenn wir das... können wir die nächsten Baustellen setzen, dann können die nämlich automatisch gebaut werden von unseren Bauarbeitern. Ey, du stehst ein bisschen im Weg, Fräulein. Da kommt das nächste Schaf hier. Bist auch gleich dran, aber nicht durch mich. Mir reicht, wenn ich das eine Schaf hier schere. Weil ihr seht, es ist auch eine ziemlich mühsame Sache hier, immer wieder E zu drücken. Dauert noch ein bisschen, aber ist ja auch Real Life, ne? In Real Life kannst du auch nicht nur einmal kurz drüber stehen und hast das ganze Schaf nackig gemacht. Geht nicht. Bleibst du hier? So, gleich haben wir's. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir hier als, wenn wir so eine Werkzeugschmiede haben, dass wir uns dann da so eine richtige Schere bauen können halt. So, da ist die Wolle, sehr schön. Wir gehen rüber in die Weberei. Moinsen! Ich hätte da mal kurz ein kleines Anliegen. Zack. Das sollte jetzt auf jeden Fall schneller gehen, denke ich. Oh, cool, sag mal eine Animation. Das ist ja cool. Okay, das gefällt mir. Der zieht es auch durch, ne? Hab ich die jetzt bekommen? Nee, okay. Ja, gut, ist jetzt natürlich nicht exakt die Bewegung, was dann wirklich passieren sollte. Also, dass hier diese Stränge sich miteinander verweben und alles. Aber es ist trotzdem ein schönes Detail, finde ich. Vor allem auch wie authentisch da unten die Steine befestigt. Sehr schön. Sag mal, siehst du nicht, dass ich zuerst hier war, junge Dame? Könntest du bitte kurz warten, bis ich hier fertig bin? Danke. Geh bitte wieder. Gut. Alle muss man erklären. Du sollst gehen, verdammt nochmal! Ja, dann setz dich doch bockig hin.
dann bin ich jetzt auch bockig so. Ja, jetzt wo ich bockig bin, wird es natürlich wieder aufstehen, ne? Ist okay, kannst damit alleine spielen, ich gehe jetzt. Ich mal gucken, kann ich die anziehen? Geht das? Nee. Hätte sein können, wer weiß. Vielleicht kann man sich hier später auch noch Sachen anziehen. Oh, ich habe ja immer noch diesen einen Lehmziegel hier drin, ne? So. So. Damit haben wir jetzt auch die erste Wollkleidung. Sehr gut. Das dauert jetzt aber ziemlich lange, würde ich behaupten. Eisenwerkzeuge, normale Werkzeuge und... Also Kupfer ist das dann, glaube ich. Und Wollkleidung. Das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich lange dauern, Wollkleidung und Werkzeuge in ausreichender Menge vorhanden zu haben. Hier ist noch eine Tonne Wolle. Da müssen wir auch das Verhältnis beobachten, ob die vielleicht doch schneller produzieren. Ja, und damit Eisenwerkzeug kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch nochmal länger dauert. Also nochmal länger als Kupferwerkzeug. Aber gut. Ja, ich wollte eigentlich Baustellen setzen, wa? Naja, habe ich vergessen. Ach, herrlich. Jetzt müssten doch hier vorne noch zwei kleinere Sachen reinpassen. Hier ist die Kupferwaffenschmiede. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchen wir noch eine Kupferwaffenschmiede? Brauchen wir noch eine kleine Waffenschmiede, wenn wir eine Kupferwaffenschmiede haben? Ich glaube nicht, ne? Die hier hergestellten Waffen aus Kupfer zeichnen sich durch eine passable Schlagkraft und Robustheit aus. Muss an der Straße errichtet werden. Holzwaffen aller Art, gering in der Schlagkraft, aber einfach zu produzieren. Damit spare ich mir doch wieder mein Problem mit dem Holzvorrat. Dann bauen wir hier die Kupferwaffenschmiede schon mal rein. Die nämlich wunderbar hier noch mit ranpasst. Dreh das mal so rum. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen dann hier vorne nochmal einen Speicher oder hier oder so. Oder doch hier hinterm Rathaus. Das würde auch gehen, ja doch. Können wir ja eigentlich die direkt hier gegenüber bauen. So. Bogen machen wir aber was größer, oder? Oh, doch nicht, okay. So. Machen wir hier unsere kleine Waffenlinie. Das ist noch nicht verfügbar jeweils. Das könnte nämlich auch noch mal eine Schmiede sein. Das wird die Eisenschmiede sein, nehme ich mal sehr stark an. Das hier hat Ulm. Das könnte auch noch mal eine Eisenschmiede sein, dass die aber dann eher was mit dem Fluss zu tun hat. Dass man die direkt am Fluss bauen könnte vielleicht. Deswegen halte ich mir mal nach Möglichkeit hier vorne den Platz frei. Aber Werkzeugschmiede brauchen wir noch. Oh, schade. Na gut, da muss die woanders hin. Stellst du die jetzt einfach hier hin? Die bedienen sich ja sowieso alle irgendwie am gleichen Lager, so wie ich das verstanden habe. Ne, andersrum. So. Zack. Q wieder drücken. Straßen setzen. Ah, ihr habt die Verbindung schon so gefunden. Sehr gut. Hier nochmal vorsichtig aber gucken. Zoom da mal ran. Au, mit, da haben wir gelernt. Von der Straße zum Gebäude, ne? Oder auch nicht. Ich hoffe, die Verbindung ist da. Das sieht alles irgendwie ein bisschen komisch aus hier, ne? Ein bisschen eng. Aber lieber so. Für den Fall der Fälle. Das Gold haben wir auf jeden Fall noch dafür. Hier will er gerade gar nicht. Aber gut. Ist dann halt so. Zack. Da. Wunderbar, wunderbar. Steckst du hier nochmal ordentlich Bauarbeiter rein. Oh ja, das dauert ein bisschen länger jetzt hier. Oder auch nicht. Sehr schön. Aber es ist auch schon das erste Steingebäude so richtig, ne? Also eins der ersten Steingebäude so rum. Oh, schön geräumig hier. Eine schöne Schlafecke. Oder? Nee, warte mal, hier könnte man eher so die Wohnküche machen, genau. Schlafen oben. Hey! Da kommt die Arbeiterarmee wieder.
Ah, cool. Hier sind schon die ersten Kupferblecher, die er uns da hinlegt. Hallo? Kann ich mich noch bewegen? Okay. Puh. Was war das? Was ist das gewesen? Was ist das? Oh, es ruckelt. Es ruckelt wie Sau gerade. Okay. Also, falls euch das auch passieren sollte, ich bin rausgekommen, indem ich einfach WASD gedrückt habe die ganze Zeit. Okay. Ich glaube, das ist so nicht gedacht. Mami? Fallen die Arbeiter da jetzt auch durch? Nee. Aber wo laufen die gerade alle hin? Ich meine, das Gebäude ist doch fertig. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Ganz kleines bisschen. Uha. Werkzeugschmiede? Bauarbeiter. Aber es ist doch fertig. Ach, nee, Quatsch. Ja, schon gut. Alles gut. Die gehen wir schon mal rein. Natürlich, ich weiß, wir müssen natürlich noch eine Kupfermine bauen. Bäckerei läuft. Mühle läuft. Weberei läuft. Töpferei läuft. Tischlerei läuft. Bogenmacher kriegt noch 2 Arbeiter. Kupferwaffenschmiede kriegt auch schon mal 2 Arbeiter. Auch wenn wir noch kein Kupfer haben. Waffenschmiede Ausbaustufe 2 wäre auch schon drin. Theoretisch. Bogenmacher. Ich werde das hier mal. Leider gibt es kein Autosave. Das wäre auch noch so ein Feature. Mach jetzt hier mal kurz. Ja, EA 3. Also Early Access 3. Speichere ich mal eben. Dann werde ich mal kurz das Spiel neu starten. In der Hoffnung, dass dann dieses Loch da in der Karte verschwunden ist. Und während ich am Abmoderieren bin, fallen wir einfach nochmal hier durch. Ich frage mich auch wirklich, was das sein könnte. Ich weiß aber jetzt schon ganz genau, wenn ich... Oh, Entschuldigung, ins Mikro gekommen. Wenn ich das jetzt dem Chris zeige. Das ist unser Planet hier. Auch schön. Wir fallen immer tiefer, ne? Er versucht uns immer zurückzusenden. Aber wir fallen immer tiefer. Jetzt, ja, natürlich möchte er jetzt mit mir sprechen. Warum auch nicht? Oh Mann. Aber hier darf ich rein, oder? Ja. Die Auslastung ist so gerade ziemlich hoch bei mir. Darf ich mir jetzt auch selber welche herstellen? Ja, hier drüben. Ah, gut. Da möchte ich nämlich gucken, ob wir uns da selber Pfeile herstellen können. Die haben wir nämlich noch gar nicht. Und jetzt geht auch schon die nächste Ratssitzung los. Nee, erst morgen, ne? Gut. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst euch nicht abschrecken von dem Zustand des Spiels. Es ist, wie gesagt, gerade sehr, sehr stark in der Mache. Es wird gerade sehr, sehr viel gefixt. Ich hoffe, dass wir uns da morgen wiedersehen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ciao.